Kannst du das nochmal wiederholen? Ah, sag das doch gleich. Mehr Sonnenenergie und let's go. Wohoho, was geht da? Wir produzieren jetzt unendlich Sonnen. Gesundheit. Ja, und das müssen wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier als Geld abholen. Alles klar. Und damit holen wir jetzt unsere allererste Sonnenblume. Yeah. Hallöchen. Ja, was geht ab hier im heutigen Plants vs. Zombies Tycoon? Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute mal zusammen den Plants vs. Zombies Tycoon hier in Roblox. Oh ja, ihr seht es. Und in dem müssen wir uns jetzt auf jeden Fall jetzt hier, wie im Handy-Game, Plants vs. Zombies auf jeden Fall, ja, ja, quatsch mich nicht voll, hier solche Sonnenblumen produzieren oder solche Sonnen produzieren. Und mit diesen Sonnen, die wir dann letztendlich produzieren, oh ja, können wir uns hier Sonnenblumen kaufen. So, jetzt haben wir wie viel Cash am Start? Oh, 1000. Und damit kaufen wir uns hier direkt die allernächsten Blumen. Und ich würde sagen, die produzieren natürlich auch ganz, ganz viele Sonnen. Und schreibt auch mal jetzt gerne in die Kommentare, Freunde. Habt ihr eigentlich schon mal Plants vs. Zombies gespielt? Also das Spiel mit den Pflanzen, wo man Pflanzen ausrüsten musste und gegen böse Zombies ankämpfen musste. Und genau das werden wir auf jeden Fall auch heute machen in Roblox. Und yo, einfach doppelte Sonnenblumen. Nicht schlecht, Herr Spessi, muss ich sagen. Und hier können wir uns noch einen Upgrader kaufen und noch viel, viel mehr Sachen. Und hier können wir uns einen Zaun kaufen für 1000 Dollar. Alles klar, würde ich sagen, müssen wir darauf sparen. Und es gibt sogar einen Versus-Modus. Das bedeutet, vielleicht werden wir sogar heute Plants vs. Zombies einfach spielen. Das wäre wirklich sehr, sehr heftig. Mehr Power, mehr Sonnen. Los, 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 meine Sonnenblumen. Ha, produziert mehr Sonnen. Und ihr seht es, es wird sogar einen Dr. Zomboss geben. Nach einer Stunde wird er kommen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und jetzt können wir uns sogar weitere, oh, doppelte Sonnenblumen kaufen. Ey, Alter, Alter, nein, nein. Au, 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 ich bin im Dornenbusch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und hier können wir uns sogar hier weitere Blumen kaufen. Oh, mit Robux. Platinum, Twin Sunflower. Okay, da würde ich sagen, Freunde, Platin-doppelte Sonnenblumen kaufen wir uns. Oh, ja, das Ganze nochmal hier für jeweils 80 Robux. Und ich will natürlich hier die beste und stärkste Plants vs. Zombies Farm haben oder den besten Tycoon. Und deswegen, Freunde, müssen wir natürlich hier alles möglich machen. Guckt euch die mal an. Die geben sogar noch mehr Sonnenblumen oder produzieren vielleicht noch schneller Sonnenblumen. Dann würde ich sagen, wir müssen das Ganze natürlich hier manuell nochmal machen, indem wir hier auf den Knopf drücken. Und dann snacken wir uns hier die ganze Sonnenblumen. Und 590 haben wir am Start. Oh, 760. Nicht schlecht, dann würde ich sagen, gönnen wir uns damit auf jeden Fall mal hier unseren Upgrader. Oh, yeah, let's go. Und damit, bekommen wir sogar noch mehr, glaube ich. Und wir können uns jetzt hier sogar einen Platin-Upgrader kaufen für 51 Robux. Und das gönnen wir uns natürlich auch schon. Und yeah, oh yeah. Ich glaube, unsere Plants vs. Zombies Tycoon wird wirklich immer und immer größer. Und wir können sogar einen Autoklicker kaufen. Für 15 Robux, ey, da würde ich sagen, komm, nimmt alle meine Robux. Nimmt alles, was ihr haben wollt. Und dadurch, Alter, was geht ab? Wow, Junge, werden automatisch richtig viele Sonnenblumen produziert. Ohne dass ich die ganze Zeit draufklicken muss. So ist mir auf jeden Fall gut viel Arbeit gespart. Und jetzt haben wir, Alter, 5000 Cash. Und damit würde ich sagen, Freunde, du hast genug Sonnen, um den Versus-Modus zu aktivieren. Der leuchtende rote Button. Alter, Junge, die Sonnen werden ja explodieren ja daraus. Guckt euch das Ganze an. Und wir können ihn jetzt tatsächlich aktivieren, Freunde. Den Versus-Modus. Und 0 Wins, 0 mal verloren. Alles klar. Und 0, 0, 0. Okay, da würde ich sagen, Freunde, können wir das Ganze betreten. Du bist nur einen Schritt voraus, um dein Haus vor den Zombies zu verteidigen. Nun hast du den Versus-Modus. Ja, 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 ich weiß. Alles klar. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier vorstehen. Und jetzt können wir hier der Warteschlange beitreten. Oh, was? Wir spielen jetzt einfach Plants vs. Zombies in Roblox oder wie? Das wäre ja übelst krass. Und oh mein Gott, ich glaub's nicht, Freunde. Wie im Handy-Games ist das einfach. Plants vs. Zombies spielen wir. Wie cool ist das denn? Guckt euch das Ganze an. Wir haben jetzt hier sogar eine eigene Armee am Start. Wir können jetzt auswählen, Freunde. Welche holen wir denn? Ich würde sagen, wir holen die Sonnenblume. Wir holen die Erbsenkanone. Dann würde ich sagen, holen wir die Walnuss. Ja, wieso habe ich Walnuss gesagt? Ich habe das jetzt komisch ausgesprochen. Da holen wir jetzt noch die Pflanze hier. Und dann würde ich sagen, so eine die Kirschen holen wir uns auf jeden Fall. Und dann holen wir uns hier noch hier den Freezer. Und damit würde ich sagen, Freunde, let's rock. Ab geht es. So. Und es geht los. Oh ja, Freunde. Wer wird jetzt gewinnen? Pflanzen oder Zombies? Oh mein Gott, Freunde. Das ist jetzt unser allererstes Match. Und wir müssen hier die ganzen Sonnenblumen. Ah, nee. Okay, das sind seine Blumen, Freunde. Hier rechts, die da kommen. Okay, dann würde ich sagen, snacken wir uns hier natürlich alles ab. So. Die nächste Sonnenblume platzieren wir. Ey, ich klicke die ganze Zeit seine an. Und als nächstes
müssen wir uns hier so diese Erbsenkanone kaufen. Und dann werden wir ihn auf jeden Fall fertig machen hier, den Kollegen. So, gib mir hier die Sonnenblume. Gib mir die Sonnenblume. Alles klar. Sollen wir noch eine pflanzen? Okay, ich würde sagen, Freunde, komm, wir pflanzen einfach noch eine. Let's go. Und jetzt haben wir jetzt 100 Sonnen. Und ich würde sagen, hey, kommt da irgendwo? Kommt da deine Armee und... Oh, ich glaube... Oh, okay, seine Armee kommt doch nicht. Was ist denn mit seiner Armee los? Hallo? Pennen deine Zombies oder so tagsüber? Das könnte echt sein. Naja, ich würde sagen, ich farm jetzt auf jeden Fall alles. Der erste kommt, Freund. Er hat gespart. Er hat richtig gespart. Und direkt macht er so einen fetten oder sowas. Oh mein Gott. Okay, Freund, das ist sehr, sehr krass. Aber ich würde sagen, hier, friss das erstmal. Meine Walnuss. Aha. Oh ja, damit hat er nicht gerechnet. Der muss jetzt auf jeden Fall hier meine Walnuss zerfressen. Der lächelt sogar meine Walnuss. So, dann würde ich sagen, Freunde, komm schon. Mehr Sonne, mehr Sonne. Okay, dann können wir hier sowas platzieren. Am besten hier. So, zack, let's go. Oh mein Gott, ey. Es werden auf jeden Fall hier fleißig Sonnen produziert. Oh mein Gott, was geht denn da? Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, dafür brauchen wir jetzt hier die doppelte Power. Der hat einfach auf den mutanten Zombie gespart. Junge, das ist ja übelst OP. Ich würde sagen, warte mal, können wir die hier Nuss platzieren? So, let's go. Und können wir jetzt eigentlich hinter die fleischfressende Pflanze platzieren oder sowas? Ist die direkt auf? Ist die den Zombie direkt auf? Ey, da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. So, können wir die ganzen Sonnen. Wir probieren das Ganze mal aus. Und, oh mein Gott, eine riesige Welle. Eine riesengroße Welle kommt. Alter Schwede, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet, Freunde. Let's go. Wir müssen jetzt hier, oh mein Gott, hier ganz, ganz viele Erbsen platzieren. Was geht da? Voll die fette Party geht ab. Oh, ich habe hier noch gar nichts. Ich habe hier noch gar nichts. Frisst ihn auf. Los, los, los. Mach ihn fertig. Oh Gott, ich hoffe, der schafft. Ich hoffe, der schafft. Alter Schwede. Jetzt geht es auf jeden Fall ab. Guckt euch das ganz mal. Nein, 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 Freunde, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott, okay. Er ist auf jeden Fall durch, Freunde. Gegen den haben wir leider verloren schon. Da würde ich sagen, oh nein, der ist auch durch. Das ist ganz und gar nicht gut. So, hier platzieren wir noch ein. Junge, das sind viel zu viele. Wir platzieren mal hier. Oh, ja, noch so eine Walnuss oder so. Oh Gott, können wir hier noch eine Walnuss platzieren? Alter, was? Es kommen noch mehr Zombies. Oh mein Gott, Freunde, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. So, ich würde sagen, wir platzieren hier noch so einen hin. So, hier drauf. Perfekt. Gib mir die ganzen Sonnen. Okay, die sind durch. Gegen die habe ich leider auch keine Chance. Naja, okay, Freunde. Die Rasenmäher sind auf jeden Fall weg. Das sieht echt ganz und gar nicht gut aus gerade. Hier sind die auch durch. Da sind die auch durch. Aber das Ziel ist ja einfach nur, dass keiner hier komplett durchkommt, wisst ihr? Nein! Wir haben verloren. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen sparen und unsere Tycoon noch mal ein bisschen vergrößern, damit das Ganze auf jeden Fall besser geht. Also das nächste Spiel will ich auf jeden Fall gewinnen. Junge, 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 wie teuer ist das Ganze? 10.000, wie siehst du, Junge, dieser Autoklicker hat es ja mega gelohnt. Der produziert jetzt automatisch richtig viele Sonnen hier für mich. Okay, 1.000 Dollar haben wir auf jeden Fall am Start. Dann können wir uns hier, oh, was ist das hier? Frontteil kaufen oder sowas. Und dann können wir uns hier Sideteil kaufen. Ah, hier den ganzen Rasen und sowas. Hier das ganze Spielfeld, ey. Wie das echte Spielfeld von Plants vs. Zombies. Dann würde ich sagen, Freunde, holen wir. Ey, wo ist unser Geld? Wo ist unser Geld? Wo ist unsere ganzen Sonne? Zack. 8.700 haben wir am Start. Und jetzt können wir uns hier, ah, die ganzen Rasen hier aufmähen. So, und ey, du schon wieder bla 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 bla. Nun kannst du auf jeden Fall, ah, die Wave Defense Rolle starten. Wir können die Speed normal, schnell oder crazy fast machen. Ich würde sagen, wir machen mal schnell und die Schwierigkeit machen wir mal auf crazy oder, okay, wir machen erstmal auf hart. Okay, also schnell und harter Modus auswählen. Und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ready. Bla bla bla, komm. Verzieh dich, Kollege. So, wir kaufen jetzt auf jeden Fall hier alles so noch ein. Und es kann losgehen. Hilfe, die Zombies kommen. Ich renne auf jeden Fall weg und, ah, jetzt spielen wir auf jeden Fall nicht gegen einen normalen Spieler, sondern spielen jetzt auf jeden Fall hier, genau. Zack, let's go hier. Mit der Sonnenblume und sowas. Okay, es ist genug Sonne hier für Sonnenblumen. Ja, ja, ich weiß. Ich plante die zweite. Ja, ja, komm, Kollege. Verzieh dich. Ich bin hier schon der Plant, so ist der Zombies Profi. Ich habe immer das Handyspiel gespielt. Ha, ich brauche deine Tipps nicht. Und dann würde ich sagen, Freunde, platzieren wir doch hier. Zack, eine dritte Sonnenblume. Ja, 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 tschüss. Wieder direkt verschwunden. Ja, 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 tschüss. Okay, ja, tschüss. Junge, Junge, Junge. Ey, der hat hier schon direkt eine Pflanze für mich gepflanzt anscheinend. So sieht das Ganze aus, würde ich sagen. Noch eine Sonnenblume und jo, da kommt schon der erste Zombie. Mach ihn platt. Okay, Freunde, ich hoffe, wir bereuen es nicht, dass wir den harten Modus ausgewählt haben. Das wäre ganz und gar nicht gut. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall schon passen. So, jetzt haben wir hier die ganzen Sonnenblumen. Und wir platzieren natürlich hier die ganzen Erbsenköpfe oder wie auch immer die hier heißen. Hier hatten auf jeden Fall, oh ja, sehr, sehr gut. Oh, da oben brauchen wir einen Freund da oben. Und zack, da brauchen wir einen. Junge, wie viele sind das denn? Guckt euch das Ganze an. Oh, unten ist noch einer. Ganz, ganz schnell. Gib mir die ganzen Blumen her. Und jetzt, Freunde, platzieren wir da auf jeden Fall was hin. Sehr, sehr gut. So, zack, 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 zack. Und ich würde sagen, oh, das sieht nicht gut aus da oben. Wir platzieren lieber noch eine zweite Erbsenkanone. Junge, wie viele Zombies sind das? Ja, die greifen mich hier auf jeden Fall an. So, blub. Wieder so abgefallen. So, blub, 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 blub. Wir sammeln hier die ganzen alten Sonnenblumen ein. Wir werden ja komplett zugeschüttet mit den ganzen Sonnenblumen. Da kommt hier noch so in die Mitte auf jeden Fall noch was hin. Und eine riesengroße Welle von Zombies kommt. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Ich würde sagen, los, mehr Sonnenblumen. Schneller, schneller, schneller. Gebt mir auf jeden Fall hier eure ganzen Sonnenblumen, die ihr habt. Und jetzt haben wir wirklich eine, oh mein Gott, eine doppelte Reihe. Und jetzt müssen wir
doch easy schaffen, oder? Als ob wir jetzt noch eine Chance haben, die Zombies. Aber das sind echt übelst viele. Okay, da würde ich sagen, Freunde, wir machen noch eine dritte Reihe. Ha! Ich meine, wir haben so viele Sorgen. Guckt euch das Ganze, Mann. 375 am Start. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich brauche alle eure Sonnen. So, let's go. Aber ich glaube, war es das schon? Wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir hier, oh mein Gott, die neue Pflanze freigeschaltet. Nämlich eine Nuss. Ihr seht es. Oh ja. Können wir direkt das nächste Level spielen? Oh, wir können direkt das nächste Level spielen. Okay, Freunde, ab geht es. Jetzt haben wir hier die drei Pflanzen am Start. Und ab geht es direkt, Freunde. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Als erstes geht es auf jeden Fall hier los mit den Sonnenblumen. So, wieder den Kopf immer wackelt. Lalalala. Der wackelt jetzt auf jeden Fall hier so den Kopf. Perfekt. Dann hier immer schön die zweite Sonnenblume platzieren. Und die Nuss ist auf jeden Fall da. Oh, oh, die Zombies kommen. Genau, Freunde. Damit wir das Ganze... Ey, ich kann ihn nicht einsammeln. Hallo, hallo, hallo. Okay, jetzt habe ich das Ganze eingesammelt. So, perfekt. Und, da kommt schon der erste. Der erste Zombie kommt auf jeden Fall schon an. Und Peng, los, schieß mit der Erbsen auf jeden Fall drauf. Los, friss meine Erbsen. Let's go. Ja, der frisst, glaube ich, echt meine Erbsen. So, dann zack. Oh, wir müssen natürlich hier ein paar Sonnenblumen platzieren. Das habe ich jetzt hier voll verpennt. So, hier ist noch eine Sonne. Let's go. Platzieren wir hier noch eine Sonnenblume. Man kann nie genug Sonnenblumen haben. Und oh, 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 Freunde. Jetzt kommen da schon, oh mein Gott, richtig viele. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu langsam oder irgendwie sowas. Alter, unten sind ja übelst viele. Guckt euch das Ganze, Mann. Wir platzieren erstmal hier einen hin. Und ich würde sagen, wir müssen hier erstmal eine Nuss platzieren. Frisst meine Nuss. Und Junge, ihr solltet die nicht echt fressen. Das ist immer nur ein Sprichwort. Ja, was ist denn da los? Okay, dann würde ich sagen, so, und noch unsere letzte Sonnenblume. So, schafft er den? Ja, natürlich schafft er den. Dann können wir hier direkt, oh, warte mal, Alter, der ist ja fast durch. Der ist ja fast durch. Nein, 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 ich kann keine Nuss platzieren. Nein, Freunde, ich glaube, der ist durch, oder? Hat der noch irgendeine Chance oder sowas? Ich glaube nicht, Freunde. Nein. Okay, okay, der ist durch. Naja, ist nicht so schlimm. Solange die nur einmal durch sind und diesen Rasen mehr berühren, ist das Ganze auf jeden Fall, oh, kein Problem. Und, oh nein, der frisst auch mal. Nein, 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 Freunde. Oh Gott, tschüss. Oh Gott, mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Wir sammeln alle Dinge ein und, oh mein Gott, war das knapp. Alles klar, das war übelst knapp und, oh, eine riesige Welle erwartet uns. Eine riesige Welle erwartet uns, okay. Ich hoffe, wir sind nicht zu langsam dran und wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Oh mein Gott, wie schnell sind die denn? Okay, ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt hier noch so eine Erbsenkanone hin. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier noch so eine kleine Nuss und sowas hin und, Junge, wie viele sind das denn, Freunde? Oh mein Gott, jetzt schießt drauf, schießt drauf. Gebt euer Bestes, meine kleinen Erbsen. Junge, aber ich muss sagen, das ist übelst geil, ey. Das ist wirklich genau wie im Handyspiel gemacht. Einfach nur in Roblox, ey. Ich habe schon vergessen, dass ich hier Roblox spiele. Ich fühle mich, als würde ich hier das echte Plants vs. Zombies spielen. So, da noch eine Erbse. Und da, Freunde, haben wir es geschafft. 1200 bekommt. Oh mein Gott, die Eis. Oh ja, die Eispflanze ist auf jeden Fall die nächste. Alles klar. Aber ich denke mal, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Modus. Wir können ja mal hier weitermachen. Haben wir dazwischen, oh, 80.000 Sonnen bekommen. Jo, das ist auf jeden Fall einiges. Und jetzt können wir uns hier, oh, den Upgrader kaufen. Der Alter, der verwandelt die Sonnen in solche grünen Sonnen oder sowas. Das ist sehr, sehr krass. Und wir kümmern uns jetzt mal erstmal um unseren Tycoon. Jojo, Tycoon, ich kümmere mich auch um dich. Ich hatte nur gerade ein bisschen Bock auf ein paar Runden Plants vs. Zombies zu spielen. Und jetzt platzieren wir hier doppelte Sonnenblumen. Oh ja, guckt euch das Ganze mal. Und natürlich hier noch so ein Upgrader. Let's go. So, ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist so eine Platz. Und oh, hier ist ein Baum einfach. Alles klar, ein Baum, Baum, Baum. Was auch immer uns hier ein Baum bringen soll. Aber Junge, die Sonnen werden hier richtig fleißig produziert. Wir haben mittlerweile wieder, zack, 6000 wieder am Start. Und damit gönnen wir uns auf jeden Fall. Oh mein Gott, hier einen riesengroßen Baum. Und, ah, okay, ich muss dafür erstmal die fünfte Welle besiegen, um das zu kaufen. Alles klar. Aber hier kann ich doch irgendwas kaufen, oder? Aha, okay, hier Türen kann ich kaufen. Ah, oh, ich kann hier so eine Gartenhütte kaufen. Junge, das wird wieder so ein Spiel, Freunde. Guck mal, hier ist... Ah, das kenne ich doch vom Originalspiel. Hier bist du einfach so ein Teich sein, kann das sein? So, hier kommt genau der Rasen. Und in der Mitte, Freunde, oh, genau der Pool. Das ist die Pool-Map. Und oh mein Gott, die können wir auch spielen. Die, wie heftig ist das denn, ey? Das ist wirklich richtig gut gemacht hier, wie im Original. So, dann kaufen wir uns erstmal hier genau so eine kleine Eingangstür und sowas hin. Nein, was ist das hier? Bisschen Deko, jo, einfach ein Dreirad, düdüt. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Dreirad fahren. Und dann kaufen wir uns jetzt hier den ganzen Pool natürlich und Wasser. Und oh, 10.000 brauchen wir dafür. Ab geht es. Und da haben wir die Pool-Map. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch die spielen. Da ist ein Quietsch-Engine. Quack, quack. Na, was geht ab? Und jetzt können wir einfach... Oh mein Gott, sollen wir wieder schnell und den harten Modus. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt starten wir hier die nächste Welle. Oh, wir müssen Wave Defense Level 18 sein dafür. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze. Wir starten jetzt sofort. Tschüss. Ich stelle mein Haus rein. Hier die nächste Welle hier mit meiner Eisblume, die jetzt am Start haben. Let's rock. Oh ja. So, wir platzieren wieder alle Sonnenblumen hier hin. Lalalala.
da kommt sie, die finale Wave. Let's go. Was geht denn ab? Okay, ich würde sagen, wir platzieren. Ey, von wo kommt sie denn? Sie rennt einfach durch mein Spielfeld rüber. Weg da, ey. Wir machen hier ein heftiges Battle, ey. Was geht denn ab? Okay, ich würde sagen, oh mein Gott, da geht's auf jeden Fall richtig zur Sache. So, wir platzieren hier. Können wir noch so eine Nuss platzieren? Let's go. Und dann gönnen wir uns noch hier diese Eiserbsenkanone. Oh ja, die schießt jetzt auf jeden Fall auch fleißig drauf. Mach ihn fertig und jawohl, da hab ich's geschafft. Und ey, was guckst du so böse? Da haben wir die nächste Frucht freigeschaltet, nämlich hier diese Birne oder so. Alles klar, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall hier 5 Wellen gespielt und damit haben wir uns jetzt hier das nächste Upgrade hier gekauft, hier diesen Baum oder so. Und ah, jetzt können wir nach oben, guckt euch das Ganze, Mann. Jetzt können wir uns hier neue Coin Way und alles mögliche kaufen mit den ganzen Hallöchen Sonnenblumen. Was geht ab? Nee, noch mehr Robux bekommt jetzt nicht von mir. Das reicht aber. Bla, 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 bla. Ja, ich weiß, dass ich keine Sonnen mehr habe. Wie viel haben wir denn am Start? 80.000 Sonnen haben wir wieder am Start. Dann würde ich sagen, ab geht es hier auf unser Baumhaus. Und dann gönnen wir uns jetzt hier alles mögliche hier auf unserem Plants vs. Zombies Tycoon. Wie viel kostet das denn Ganze? 50.000 Sonnen. Warte mal, wie viel haben wir denn am Start? Ach so, wir müssen dafür Welle 10 erstmal beenden. Ich verstehe schon. Wir haben ja mittlerweile erstmal 5 Wellen beendet. So, dann würde ich sagen, haben wir... Oh, wir sind hier einfach durchgefallen. So, dann kaufen wir uns hier auf jeden Fall noch hier die zweite Hälfte. Let's go. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt 10 Wellen bestehen, um hier die nächste Platte zu kaufen. Schneller, meine Sonnenblumen. Wir brauchen mehr Sonnen. Let's go. Wow, Alter. Nein. Ich will da nicht auf jeden Fall rein. Freunde, ihr seht es. Oh, okay. Ich bin runtergefallen. Jo, das habt ihr auf jeden Fall auch gesehen. Hoffentlich nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen weitergezockt und sind jetzt ein paar Wellen weitergekommen. Und das bedeutet, wir können uns auf jeden Fall jetzt hier, let's go, hier, zack, hier die nächsten Sachen auf jeden Fall hier freischalten. Zack. Nein, keine Robux. So, reicht doch irgendwann. Und hierfür müssen wir fast für 100.000 Sonne müssen wir Welle 15 besiegt haben. Und wir haben Welle 15 sogar besiegt. Oh ja. Wir haben auf jeden Fall viel, viel weitergezockt, dass wir auf jeden Fall jetzt eine krasse Armee am Start haben. Aber 100.000 Sonne haben wir. Und so viel. Okay, wir haben so viel. Alles klar. Das ging schneller als gedacht. Ich komme wieder nach oben. Wie kommen wir am besten jetzt immer nach oben? Müssen wir jetzt hier jedes Mal hier diese Leiter hochklettern in unserem Baumhaus? Alles klar. Würde ich sagen, ja, komm. Laber mich hier nicht voll. Ab geht es, Freunde. Wir kaufen jetzt hier das Upgrade für 100.000 Dollar. Joho. Es gibt sogar noch eine zweite Etage oder eine dritte oder was auch immer. Au. Ich bin stecken geblieben. Hier eine nächste Etage hier in unserem Baumhaus. Für 20.000 Dollar können wir uns hier neue Conveyor kaufen. Für 10.000 Dollar hier neue Sonnenblumen. Alles mögliche hier freischalten. Let's go. Und was? 50.000 kostet das Ganze? Die Superpflanzen-Food-Upgrade. Alles klar. Das sollten wir doch auf das sollten wir doch eigentlich auch haben, ey. Ja. Sprachen lernen, Bubble. So, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen das auf jeden Fall jetzt hier. Zack, zack, zack. Ab geht es hier nach oben. Oh ja, und jetzt gönnen wir uns das Ganze für 50.000. Da habe ich den Super-Upgrade. Und ich glaube, dann sind wir hier tatsächlich fertig mit unserem ganzen Tycoon. Kann das sein? Guck dich das Ganze, Mann. Und jetzt heißt es nur, Freunde. Wir gehen nämlich jetzt hier zur nächsten Map. Nämlich gehen wir jetzt zur Pool-Map drüber. Wir starten das Ganze. Und ab geht's. Ich bin in den Pool gefallen. Hilfe. Und guckt euch das Ganze, Mann. Oh ja, Freunde. Wir haben jetzt schon so viele Pflanzen hier geupgradet. Und wir müssen jetzt entscheiden, welche Pflanzen wir auf jeden Fall in unser Battle mitnehmen. Ich würde sagen, natürlich erstmal die Sonnenblumen. Die sind ganz wichtig. Und weil wir im Pool unterwegs drin sind, brauchen wir diese Seerosenblätter. Und Alter, was ist das denn hier für eine krasse Garn? Aber für 4,50 ist das Ganze teuer. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns natürlich die Erbsenkanone. Diese Freeze-Kanone finde ich auch eigentlich ganz cool. Dann gönnen wir uns so das hier, können wir uns noch holen. Und die Walnuss gönnen wir uns. Eigentlich ja, genau die Items wie vorher. Obwohl, komm, wir tauschen die Freeze-Garn auf jeden Fall hier durch diese Chilischoten aus, durch die Kirchen. Oh ja. Und dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Oh ja. Ab geht die Post. Wir befinden uns jetzt hier auf der Pool-Map. Was geht denn da ab? Und wir müssen jetzt genau, ihr seht es hier, den Pool beschützen und sowas, dass die Zombies jetzt hier nicht links in unser Haus reinkommen. Nur diesmal, Freunde, oh ja, wir brauchen hier Seerosenblätter, falls wir was aufs Wasser platzieren wollen oder sowas. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Da würde ich sagen, los, und gib mir hier die ganzen Sonnen her. Vielen Dank für die Sonnen. Und es geht auf jeden Fall los. Ich hoffe, der erste Zombie kommt jetzt nicht sofort ins Wasser. Das wäre ganz gar nicht gut. So, gib mir auf jeden Fall alles her. Los, los, los. So, zack und... Oh, nein, er ist direkt im Wasser. Ich wusste es so, Freunde. Zack, zack, zack. Jetzt ganz, ganz schnell. Los, gib mir die Sonne her. So, und jetzt würde ich sagen, Freunde, erste Erbsenkanone. Und wir haben natürlich auch den Schwierigkeitsgrad schwer eingestellt. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann würde ich sagen, Freunde, platzieren wir natürlich auch hier die ganzen Sonnenblumen und alles mögliche hin. Auch die ganzen Rosenblätter. Es geht los, die große Welle, endlich, ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen spannender. Oh mein Gott, da kommen sie, Freunde, die riesengroße Zombie-Armee kommt und ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall hier perfekt ausgerüstet. Guckt euch das Ganze, Mann, was wir hier für krasse Dinge haben und hier unten kommt noch Nuss und perfekt, so sieht das Ganze noch eins aus und wir können sogar hier noch Kirchen holen oder sowas und ich würde sagen, wir benutzen das Ganze mal für hier, Freunde, guckt euch das Ganze, Mann, jetzt los, Attacke, greift sie an und jetzt würde ich sagen, Freunde, wir platzieren das Ganze hier und boom, haha.
Alle wurden einfach weggesprengt. Ey, das ist ja viel, viel zu OP. Okay, die Kirschen müssen wir auf jeden Fall jedes Mal in unser Inventar mitnehmen. Und da haben wir auch das Level geschafft. Ab geht es, ey. Nichts leichter wie das hier. Aber ich würde sagen, das Ganze war ja viel zu einfach. Wir machen jetzt hier die Crazy Fast Speed. Und Difficulty, also Schwierigkeit, ist crazy. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze und blub, ab in den Pool gefallen. Jetzt geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Junge, wir haben so viele Pflanzen zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, was sie alles können. Ich glaube, das ist so eine Minigun, genau, Pflanze. Das ist so eine doppelte Sonnenblume. Ich glaube, die zerquetscht die Zombies, die friert die Zombies genau ein. Der Kollege spuckt Feuer. Komm, ich würde sagen, wir equippen den mal. Da würde ich sagen, wieder die Walnuss können wir eigentlich nehmen. Ich würde sagen, so erstmal Seerose, Blume. Das ist sehr wichtig. Die Erbsenkanone, die schießt, glaube ich, so doppelte Kanone. Und die Pflanze, genau, frisst hier die ganzen Leute. Und das ist ein Katapult. Die Salatblättchen hier, oh ja, da würde ich sagen. Die Walnuss holen wir auf jeden Fall auch hier am Start. So, was haben wir denn hier noch? Genau, diese Pflanze wollten wir auf jeden Fall als Neues holen. Und was hatten wir letztes Mal? Genau, und auch die Kirschen zum Explodieren. Ich würde sagen, ab geht es auf jeden Fall jetzt hier in der crazy schnellen Zombie-Apokalypse. Dim, dim, dim. Und jetzt geht es auf jeden Fall alles viel schneller. Die Sonnen werden schneller produziert. Ich rede viel schneller. Die Zombies kommen schneller und alles wird auf jeden Fall viel, viel schneller abgehen. Oh, jetzt. Alter, die Zombies kommen jetzt schon. Junge, mach ein bisschen schneller. Und oh, da kommt einer. Und da kommt auch einer. Alter, zwei, drei. Oh mein Gott, vier. Warte mal, okay, okay. Chillt mal ein bisschen euer Leben. Leute, ich glaube, ich habe ein kleines Problemchen. Was ist denn da los? Freude. Oh mein Gott, überall. Von überall kommen jetzt hier die ganzen Leute, die ganzen Zombies. Da würde ich sagen, platzieren wir hier noch eine Erbsenkanone. Was geht ab? Nein, der Kollege ist ja schon durch. Der ist hier schon durch und der bekommt ja auch gar keinen Schaden. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh, oh, Freunde, ich glaube, jo, wir haben auf jeden Fall ein kleines Problem. Einfach, die wurden jetzt schon überrannt hier, meine ganzen Zombies. Okidoki, das sieht nicht so gut aus. Naja, ich würde sagen, Freunde, so, wir müssen das Ganze jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen besser beschützen. Und da oben geht es wieder richtig zur Sache. So, zack, wir sammeln alle Blumen ein. Aber bis jetzt, alles noch in Ordnung. Alles noch in Ordnung. Dann platzieren wir hier auf jeden Fall eine Erbsenkanone hin. So, hier kommt so die Sonnenblume. Oh, oh. Oh, oh, Freunde. Erbsenkanone, schieß drauf, mach irgendwas. Oh Gott, ich glaube, wir sind mir zu spät. Sind mir zu spät. Ich würde sagen, können wir noch eine Kirsche platzieren? Oh, können wir keine Kirsche platzieren? Oh, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, Freunde. Kirsche, gib die Kirsche, gib die Kirsche. Und Freunde, jetzt komm schon. Boom. Rettung in letzter Sekunde. Alter, oh mein Gott, Freunde. Nein, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh mein Gott, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Was geht da? Wir haben ja noch gar nichts ausgerüstet. Guckt euch das Ganze mal. Oh, oh, ich glaube, okay, wir haben ein klitzekleines Problemchen am Start. Oh, Freunde, zack, zack, zack. Wir platzieren alles. Unten sind auch noch welche. Ich würde sagen, wir platzieren mal hier so eine Walnuss hin. Dann schießt mir hier die Erbsenkanone. Let's go. So, würde ich sagen, können wir hier so, warte mal. Oh, 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 oh. Was geht ab? Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Los, spuck Feuer, Kollege. Mach irgendwas. Okay, da oben. Okay, alles gut, alles gut. Okay, Freunde, ich hoffe mal, werden sie es schaffen, werden sie es schaffen, werden sie es schaffen. Und, nein, er ist durch, er ist durch, er ist durch. Und komm schon, die Kirche, Freunde, die Kirche. Und boom. Let's go, Junge. Die Kirche hat mir zweimal das Leben gerettet. Alter Schwede, das ist echt schwer. Und der Zomboss wird in 5 Minuten sogar kommen. Was geht ab? Ey, Kollege, was ist denn hier los? So, friss mal hier die nächste Nuss auf. Oh ja, dann würde ich sagen, so, zack, platzieren wir hier die ganzen Erbsenkanonen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier die letzte Welle war. Haben wir es danach geschafft? Da habe ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Alter, wie viel Leben hat der denn? Das ist ja unglaublich. Ich würde sagen, hier, kümmer du dich mal hier drum. Los, Feuer. Oh mein Gott, der schießt jetzt voll. Da haben wir es geschafft. Oh mein Gott, ey. Wie knapp war das denn mit der Crazy Fahrspiel? 18.000 Sommen haben wir auf jeden Fall bekommen. Junge, 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 das war wirklich viel, viel zu schnell, muss ich sagen. Es ging ja richtig zur Sache, ey. Okay, da würde ich aber sagen, wir haben hier am Anfang so ein Versus-Feld, also das gespielt. Ich würde das Ganze gerne nochmal probieren. Und diesmal müssen wir aber auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Und was? Diesmal sind wir im Team der Zombies. Wow, was geht ab, meine Gang? Das bedeutet, wir müssen jetzt keine Pflanzen setzen, sondern wir müssen jetzt hier Zombies setzen. Wir haben hier so einen normalen Zombie, dann haben wir den mit dem Eimer, dann haben wir den Rugby-Zombie, dann haben wir den Zombie und wir haben einen Mutanten-Zombie für 1000 Gehirne. Wie heftig ist das denn, würde ich sagen, Freunde? Let's eat. Oh ja. Und wir müssen jetzt, können jetzt hier alles spawnen in der Zeit. Die ganzen Grabsteine, ich glaube, diese Grabsteine sind quasi, ja, diese Sonnenblumen für die Pflanzen. Und hallo? Geht es mal los, ey? Du wirst sowieso verliere. Ich mache dich fertig. Es kann losgehen. Und sein Ziel wird es auf jeden Fall sein, hier alle meine Schussscheiben oder sowas zu zerstören, wie es aussieht. Okay, dann würde ich sagen, es kann losgehen. Wir müssen natürlich so lalala erstmal hier die ganzen Grabsteine platzieren. Alter, wie cool ist das denn? Jetzt sind wir einfach im gegnerischen Team, also im anderen Team, nicht im Team der Pflanzen. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier noch einen Grabstein hin, damit wir natürlich ganz, ganz viele Gehirne produzieren können, die wir hier einsammeln. So, zack, let's go. Und damit werden wir dann hier unsere eigene Zombie-Armee erledigen. Alter, was denn platziert?
hier die schon den ersten, würde ich sagen, Freunde, müssen wir dagegen lenken. Oh, komm her. Wir müssen den jetzt auf jeden Fall fertig machen. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier noch einen Grabstein hin. Okay, ich weiß nicht, ob das eine Taktik ist. Er hat nur eine Sonnenblume bis jetzt. Ha, ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann würde ich sagen, Freunde, hier können wir den nächsten Zombie platzieren in den Angriff. Wir schicken jetzt hier ganz, ganz viele Zombies auf jeden Fall ab in den Angriff. Oh ja, let's go. Und hier wird natürlich hier schön alles fleißig hier weiter produziert. Sehr, sehr gut. Okay, da oben hat der auf jeden Fall noch einen am Start. Da würde ich sagen, platzieren wir hier noch mehr Grabsteine hin, weil ich spare auf diesen Mutanten-Zombie für 1000. Dann würde ich sagen, Freunde, kommt hier mal der nächste hin. Der nächste normale Zombie. Okay, oben ist noch ein Zombie. Dann können wir hier mal den für 75 machen. Hier, let's go, der Kollege. Los, los, los. Der hat hier noch ein bisschen mehr Schild auf jeden Fall am Start. Und damit kann der... Alter, was ist das denn? Der boxt die einfach. Das ist unser Ladestick. Der boxt die einfach kaputt. Alter, ich glaube, mit dem soll ich mich nicht anlegen. Ich würde sagen, Attacke, los, los, los. Okay, mal schauen, ob der auf jeden Fall jetzt eine Chance haben wird gegen mich. Wie heftig ist das denn? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir können eigentlich mal hier den Rugby-Spieler nach unten setzen. Da ist ja gar nichts los. Und Junge, der zerfetzt hier meine Zombies hier. Dieser Kohlkopf oder was auch immer das ist. Da würde ich sagen, Freunde, geht es jetzt auf jeden Fall hier noch entlang. Hier unten kommt noch ein normaler Zombie. Wir sammeln alles ein. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, Freunde. Hat keine Chance. Und komm doch her, Salatkopf. Ha, mach mich doch fertig. So, jetzt ganz, ganz schön. Jetzt, sehr, sehr gut. Den ersten Rasenmäher haben wir besiegt. Das bedeutet, wir müssen nur noch nach unten gehen. Und dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. Da würde ich sagen, Freunde, jetzt alles ab nach unten lenken. Let's go. Da unten müssen wir jetzt hier die ganze Armee schicken. So, dann kommt da auch noch ein Zombie hin. Und wir haben mittlerweile 500 Stück einfach so. Und noch ein Grabstein. Ich meine, wir haben jetzt zwei Grabsteine rein. Wie heftig ist das denn am Start? Und damit sammeln wir alles ein. Ha, nicht mal sein Salatkopf hat nicht Chance. Ja, 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 Salatkopf. Komm doch her, komm doch her. Wir machen dich fertig. Aber würde ich sagen, der nächste Zombie... Oh, da unten sieht es ganz schlecht aus für dich, Kollege. So, wir sammeln auf jeden Fall jetzt hier alles Mögliche ein. Und wow, da ist auf jeden Fall der nächste Rasenmäher verschwunden. Sehr, sehr gut. Ey, ja, hallo, wie ich will das wegmachen? So, dann würde ich sagen, ab geht es. Jetzt können wir hier nach oben mal noch einen losschicken. Oh, meine ganze Zombie-Armee wird dich auffressen, ey. Die hat ja absolut gar keine Chance. Oh mein Gott, gleich haben wir sogar hier 1000. Dann können wir hier diesen Riesen-Zombie losschicken. Ich würde sagen, hier nach unten, guckt euch den mal an. Wow, einfach ein Riesen-Zombie. Was geht denn da ab? Let's go, Freunde. Dum, dum, dum. Hoho. Junge, und jetzt schickt mir noch da ein los. Überall hin, Freunde. Nach unten kommt noch der Rugby-Spieler. Der hat ja gar keine Chance gegen meine Armee. Wow, dich werde ich jetzt auf jeden Fall auffressen. Würde ich sagen, so, da schicke ich noch einen hin. So, Kollege, da kommt hier noch ein Zombie. Alter Schwede, der hat ja gar keine Chance gegen unsere Armee. Und guckt euch den ganz an. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben alle Gehirne aufgefressen. Jawohl, das ist unser allererster Win. 10.000 Sonnen haben wir auf jeden Fall bekommen. Was gibt's aber hier noch bei unserem Tycoon, was wir ändern müssen? Oh, 1 Million Sonnen. Alles klar, Freunde. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, ich weiß immer nicht, wie ich hier bei meinem Baumhaus hochkomme. Ich klette hier immer noch oben. Okay, dann können wir uns hier alles freischalten. Ich glaube, haben wir uns jetzt wirklich hier den ganzen Tycoon freigeschaltet? Jo, können wir uns aber noch einen neuen Conveyor kaufen für 20.000. Da würde ich sagen, platzieren wir hier noch so. Wie günstig ist das denn, ey? Hier noch ein paar Pflanzen und sowas hin. Und, oh ja, was ist das hier? Ein Portal oder... Wow, Alter! Schon, au, au, voll im Dornbusch gelandet. Na toll. Jetzt bin ich voller Brennnessel, ey. Hier wird auch alles Fleisch produziert. Von oben fallen die Sonnen auf jeden Fall hier runter. Aber ich glaube mal, mit unserem Tycoon sollten wir auf jeden Fall fertig sein. Hallo, Schornsteinfeger Sanjax. Hallo, kann ich in den Schornstein rein? Nein, aber eine Sache fehlt uns auf jeden Fall noch. Nämlich dieser Zombos. Und der wird in einer Stunde kommen. Dann würde ich sagen, Freunde, warten wir noch auf den Zombos. Und den werden wir jetzt auf jeden Fall noch besiegen. Haha. Also, hoffentlich natürlich. Je nachdem, wie stark der sein wird. Und, Freunde, es ist soweit. Der Zombos wird Surbubi angreifen. Was auch immer das bedeutet. willst du ihm dabei helfen, ihn zu besiegen? Wenn du es schaffen kannst, den Zombos zu besiegen, bekommst du 100.000 Sonnen. Und nö. Natürlich, Freunde. Ich bin dabei. Und wir werden jetzt auf jeden Fall... Oh mein Gott, den Zombos besiegen. Was geht denn bitte da ab? Und wo ist der? Und wir haben auf jeden Fall jetzt hier eine ganze Reihe mit allen Pflanzen. Da ist der, Freunde. Der Zombos. Ich bin hier, um eure Gehirne zu nehmen. Alter, das ist dieser Roboter mit diesem Dickschädel. Alter, hast du nicht genug Gehirne? Du hast eh einen kleinen Dickschädel, ey. Ich habe Plantizide im Sprinkler überall im ganzen Park verteilt. Und dieses wird eure Pflanzen vergiften. Der probiert, unsere Pflanzen zu vergiften. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es klappen wird. Nicht nur das, die Plantizide im Sprinkler helfen mich auch, mir dabei Leben zu generieren. Also mich zu heilen. Probier es erst gar nicht,
zerstöre. Ich werde alle Zombies-Attacken von euch, wow, zerstören. Das sind diese Sprinkler mit diesem Gift. Das ist sehr, sehr schlecht. Ja, ach echt, ey, ich weiß, ha, dass es hier schlecht ist. Und wir müssen jetzt daran hindern, diese giftige Flüssigkeit zu produzieren. Und wow, da ist der, oh mein Gott, der Zomboss. Und ihr seht es, er heilt sich jetzt mit diesen Sprinklern. Und das bedeutet, wir müssen jetzt, Alter, können wir die jetzt so platzieren, Freunde? Warte mal, und, jo, wir platzieren den hier. Und wir müssen als erstes diese Sprinkler hier zerstören. Und wow, der schießt schon volle Kanne drauf. Alter, das läuft schon mal sehr, sehr gut. So, zack. Und noch ein platzieren. Jetzt ganz, ganz viele Pflanzen platzieren wir hier um den ganzen Topf herum. Let's go. Und ihr seht es hier. Links ist der Prozess für die Pflanze ziehen. Und jo, Alter, hey, chill mal ein bisschen dein Leben. Und wow, du musst die Pflanze ziehen, den Sprinkler zerstören. Ja, bla, bla, bla. Komm, du kannst mir helfen und nicht so viel labern, ey. Ja. Okay, was haben wir hier noch? So eine Kirsche oder irgendwie sowas am Start. Und jetzt können wir das Ganze jetzt. Boom, pow. Oh mein Gott, hier zerstören. Okay, wir brauchen mehr Pflanzen hier auf jeden Fall am Start. Dann können wir hier noch so eine Pflanze, eine Eispflanze. Dann platzieren wir hier noch so eine normale Erbsenkanone. Dann können wir hier eine fleischfressende Pflanze machen. Hier alles möglich. Und oh mein Gott, da kommt seine Zombie-Armee, Leute. Wir müssen zusammenhalten. Und hier eine Pampelmuse. Und eine Birne platzieren wir hier. So, zack, hier Eis-Erbsenkanone. Hier die Minigun-Erbsenkanone. Alles muss auf jeden Fall platziert werden. Komm schon, Freunde. Und jetzt, Freunde, boom, let's go. Viel Leben hat sie nicht mehr. Oh, wir müssen die platzieren. Und komm schon. Ab geht es. Wir haben den allerersten Sprinkler erfolgreich zerstört. Ja, friss mich doch. Let's go. Sehr, sehr gut. Okay, wo sind jetzt hier die anderen Sprinkler? Genau, dort hinten. Alter, da ganz hinten ist einer. Damit heilt er sich auf jeden Fall auch. Das bedeutet, wir müssen jetzt sofort dahin. Let's go. Aber er verfolgt mich. Alter, wie episch sieht das denn aus? Wie er da einfach hier im Nachtschatten steht. Oh Gott, ich werde verfolgt. Hilfe. Nein. Wir rennen. Wir müssen jetzt sofort weg. Und da sind wir angekommen. Hier bei den nächsten zwei Sprinklern auf jeden Fall. Und wir müssen auch diese zerstören, damit der sich natürlich nicht heilen kann. Sondern platzieren wir hier so noch eine Kirsche und sowas, dass alles explodiert. Die ganzen Pflanzen müssen hier überall platziert werden, damit hier alles zerstört wird. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier überall diese Erbsenkanonenpflanzen und sowas. Und jetzt noch hier, boom, kann das Ganze nicht explodieren. Dann hier noch eine fleischfressende Pflanze. Hier eine Walnuss oder sowas. Hier, friss meine Walnuss. so ein riesen Roboter einfach. Wir platzieren so eine Mini-Walnuss dahin. Also dann würde ich sagen, platzieren wir hier noch eine Erbsenkanone hin. Dann platzieren wir hier noch einen hin. Die nächste, oh mein Gott, sehr, sehr gut. Und oh nein, die Hälfte von seinem Leben ist auf jeden Fall gleich schon verbaut. Wow, was geht denn da? Er hat jetzt alle meine Pflanzen fast zerstört hier. Und sie werden alle vergiftet oder sowas. Du wirst keine Chance haben. Los. Meine Armee wird dich zerfetzt. Alter, aua, Junge. Der wird mit seinem Stinkefuß voll auf mich draufgeschlagen. Und Freunde, so in die Kirche platzieren. Boom, oh ja. Sehr, sehr gut. Alles klar, der Sprinkler ist dann auch zerstört. Das bedeutet, es gibt nur noch einen finalen Sprinkler. Und der müssen wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier mit meiner ganzen Pflanzenarmee zerstören. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier alle möglichen Pflanzen. Ach, eine Sonnenblume, keine Ahnung, was die macht. Dann hier noch eine doppelte Erbsenkanone. Dann können wir hier noch so eine Kirche platzieren, die hier sofort hier, boom, explodiert. Komm schon. Die letzte Leben, los. Gib doch mal alles meine Pflanzenarmee. Komm schon. Und ich würde sagen, warte mal, können wir die Kirche auch in die Zombies platzieren und boom. Aha. Und was? Denkst du ernsthaft, du hast meine Plantiziden-Sprinkler zerstört? Ja, ich glaube, ich habe die echt zerstört. Ja, muss ich sagen. Das war nur eine Ablenkung, während ich meine Zombie-FIFA, aufgeladen habe. Es wird nur 2 Minuten brauchen, bis ich es aufgeladen habe. Wenn es aufgeladen ist, wird der ganze Misty-Pack zu Zombies verwandeln. Es sei denn, ihr könnt mich besiegen. Was, Freunde? 2 Minuten haben wir Zeit. Oh Gott, das bedeutet, wir brauchen jetzt eine ganze Armee auf jeden Fall am Start hier. Let's go. Oh Gott. Los, mach die fertig. Schieß drauf. Wir müssen jetzt hier überall ganz, ganz viele Pflanzen hier platzieren, die alles mögliche zerstören hier. Ansonsten haben wir keine Chance. Los, Freunde. Okay, ich würde sagen, die Pflanzenarmee wird auf jeden Fall jetzt hier erfolgreich aufgebaut. Let's go. Komm schon, er hat nicht mehr viel Leben, aber wir haben auch echt nicht mehr viel Zeit, muss ich sagen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal unser Bestes geben. Alles mögliche platzieren, so hier noch die Kirche platzieren, damit der explodiert noch hier. Die ganzen Erbsenkanonen, komm schon. 20 Sekunden Zeit haben wir. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Werden wir es schaffen. Let's go. Nein. Das war einfacher, als ich dachte. Haha, nur Spaß. Ich wusste, dass ich dich zerstören kann. Nun, wie fühlt es sich an, ein Zombie zu sein? Und was tut er mit uns? Oh Gott, das sieht ganz und gar nicht gut aus, Freunde. Er lädt jetzt auf jeden Fall hier seinen riesen Roboter aus. Und was? Lebe ich noch? Haben wir es geschafft? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Battle. Am Ende nochmal gegen den riesengroßen Zomboss auf jeden Fall. Aber ich habe mir das ganz genau gewesen sein mit unserem heutigen Plants vs. Zombies Tycoon. Wir haben jetzt wirklich die allerbesten und krassesten Pflanzen ausgerüstet, die es gibt. Und sind somit unbesiegbar gegen jeden einzelnen Zombie. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.